Hallo, wir sind jetzt gerade beim Anlieger, beim Hafenmeister. Sag mal, was machst du hier eigentlich und was macht so ein Hafenmeister sonst? Du, ein Hafenmeister oder als Hafenmeister bist du eigentlich eher Mädchen für alles. Du kümmerst dich um alle Belange, grundsätzlich, weil du bist der erste Ansprechpartner für die Kunden. Mhm. Also sprich von der Fähr- und Entsorgung von den Booten bis zu den Informationen vom Revier oder über unsere Marina musst du alles wissen. Und was machen wir jetzt? Ihr wollt ja, glaube ich, Fäkalien absaugen. Ne? Von daher werden wir das jetzt mal tun. Ne? Was passiert denn eigentlich, wenn so ein WC kaputt geht? Außer eine Riesensauerei, aber was macht man da? Ja, dafür gibt es ja unsere Techniker, die sich dann um das Problem bemühen. Es kann ja mal sein, dass man einfach nur eine Verstopfung ist. Kann sein, dass die Kunden nicht abgepumpt haben, ihre Anzeige ignoriert haben oder irgendwas da reingeschmissen haben, was nicht da reingehört. Deswegen sagen wir jedem Kunden, alles, das aus deinem Körper kommt, darf da rein und der Rest nicht. Nichts anderes. Ja, möchtest du das mal probieren selber? Ja? Ich schau mal zu. Okay. Also, Fernbedienung wichtig. Okay. Dann unser Absaugschlauch, auch wichtig. Ja. So, dann müssen wir erstmal gucken, kannst du ja schon mal rausfinden, wo der Stutzen ist. Hier. Exakt. Da ein Tipp, wenn man so einen Deckel aufdreht, ja, und er fängt langsam an zu zischen, sollte man diesen Deckel nicht schnell öffnen. Sonst kann es zu Problemen führen. Hier passiert aber nichts. Aber schön, dass ihr beide zurückgeht. Ne? So, und dann wird das, dieses Rohr geht jetzt runter in den Tank, bis auf den, fast auf den Grund. Und du hast auf der anderen Seite von dem Tank hast du eine Belüftung und du ziehst jetzt hier mit Vakuum den Inhalt raus und Luft strömt nach. Sonst würdest du ja den Tank zusammenziehen. Ne? Jetzt machst du... Mach ich die Pumpe an, mach den Schlauch auf und dann wird das abgesaugt. Ja, hier kann man dann in diesen Gläsern kann man gut feststellen, ob es Mais gab oder ob es eventuell Paprika oder irgendwas, was schwer verdaulich, Erbsen oder so. Ne? Die Kunden fragen mich sehr oft, wie viel Liter waren das? Ja, ich mache ja hier schon über alles Statistiken, über Diesel, Benzin, tralala, aber über Fäkalien noch nicht. Ne? Ich hoffe auch, das bleibt so. Also für alle da draußen, ich kann euch die Frage nicht beantworten. Was machst du denn am meisten? Was mache ich am meisten? Ich bin eigentlich den ganzen Tag unterwegs, mache meine 20.000 Schritte, gucke im Hafen, mache Anlegehilfe, Fähr- und Entsorgung, tanken, meine Tagesboote, wo jetzt relativ wenig da ist aktuell. Ja, also man hat schon ein bisschen was zu tun. Und was gefällt dir am meisten in mir in deinem Job? Also was ist besonders? Du hast jeden Tag andere Menschen. Ne? Und du hast immer meistens gut gelaunte Menschen, weil für die geht es ja in Urlaub. Passt. Kommt schon mal vorbei. Ja. Gibt es auch oft Stress bei dir? Stress im Sinne von viel Arbeit, ja. Stress im Sinne von mit Kunden kann passieren, ja, weil es sind nicht alle Charaktere gleich auf dieser Erde. Und manchen passt das auch nicht, was ich für ein großes Mundwerk habe, aber da müssen sie durch als Lurch. Ne? Kann ich nicht ändern. Ne? So, das dauert jetzt schon eine Weile. Wie lange dauert das denn circa? Ja, du siehst jetzt schon, gibt es mehr Bläschen da drin, jetzt ist gleich Ende. Ja, und dann habt ihr das, was ihr die letzten paar Tage produziert habt, haben wir jetzt in den Kanal befördert. Wo geht's denn hin? Ja, das wird hier abgepumpt und wird direkt in den Kanal eingeleitet, was auch kein Problem darstellt, weil hier ist ja keinerlei Chemie dabei oder so. Das sind ja einfach nur Ausscheidungen und Wasser. Ja, also von daher ist das komplett unbedenklich. So, jetzt spüre ich den Schlauch nochmal nach. Ach so, ich dachte, das gelangt jetzt. Ja, nein, das wird doch nicht da rausgepumpt, auf gar keinen Fall, sondern ich spüle jetzt einfach nur den Schlauch mit Wasser nach, damit ich einen etwas hygienischeren Schlauch habe nachher. Hm? Danke fürs kurze Gespräch. Sehr gerne. Und wir haben was dazugelernt. Wir sehen uns ja die Tage.